Hallo und herzlich willkommen auf dem Nutzpflanzengarten. Viele von euch haben sich nach Bens Dankeschön-Video gewünscht, einen kleinen Balkonrundgang bzw. Pflanzenrundgang zu machen. Dem Wunsch entspreche ich hiermit gerne und zeige euch mal ganz in Kürze, was auf meinem Balkon so wächst und gedeiht. Kurz vorweg, vieles habe ich aus Samen gezogen, anderes nicht. Ich sage es jeweils dazu. Und ehrlich gesagt habe ich nicht viel Ahnung von dem, was ich hier tue, aber irgendwie wächst das Zeug halt trotzdem. Also, wenn ich da irgendwo große Fehler drin habe oder Sachen, die ihr als Gartenwissende ganz anders machen würdet, dürft ihr mir das gerne unten in die Kommentare schreiben. Ich bin für Tipps und Tricks sehr empfänglich. Und würde sagen, wir starten erstmal auf dem Fensterbrett in der Küche, weil da gibt es auch ein paar Sachen und dann kommt das Beste, was ihr jetzt schon ein bisschen seht, zum Schluss. Hier in der Küche gibt es eine große Fensterbank nordwärts gerichtet unter einer Dachschräge. Allzu viel rauszeigen möchte ich euch eigentlich gar nicht. Da habe ich ein paar Kohlrabi. Die wurden mir letztes Jahr draußen auf dem Balkon, bevor wir umgezogen sind, ziemlich weggefressen. Ich hoffe, wenn ich sie hier drinnen habe, kann ich da noch ein bisschen was ernten. Dann gibt es hinten einen langen Balkonkasten mit drei mickrigen Salatstückchen drin. Die habe ich frisch angesät mit so einem Saatband. Da bin ich jetzt nicht ganz so Fan von. Ist auch eins von letztem Jahr, aber da keimt leider relativ wenig. Etwas besser sah es bei den schon etwas früher gepflanzten Salaten aus vom Frühling. Da hat es noch einen Spieß, dass die nicht immer in die Radieschen reingehen. Die wachsen auch ganz gut. Und dann haben wir hier nebenan Radieschen. Die sind jetzt anderthalb Wochen, zwei Wochen oder so drin. Da wird halt auch immer wieder geerntet und nachgesät. Wobei ich im Sommer eine kleine Pause mache, da ist es aus der Erfahrung von letztem Jahr halt den Radieschen zu warm. Hier hinten sind nochmal drei Kohlrabi, die ich dann auch hoffentlich irgendwann mal allein essen darf. Dann gibt es hier einen Topf mit einer Pfefferminze drin. Sehr lecker für Tee oder für so ein bisschen marokkanisch angehauchtes Couscous. Und da die Pfefferminze sich total lange Zeit gelassen hat, sieht was hier drin. Ein bisschen schattig, zum hier drin selber kleine neue Zweige machen, habe ich einen mal oben gekappt, ins Wasser gestellt und daraus jetzt ziemlich frisch eingetopft die neue Pfefferminze gemacht. Die hatte ich vorher circa eine Woche einfach im Wasser stehen, täglich das Wasser gewechselt, bis sie angewurzelt hat. Und dann haben wir hier vorne, ich stelle sie mal ein bisschen ins Licht, noch eine Zitronenmelisse. Die habe ich mitgenommen am Straßenrand vor dem Garten. Hat die sich so in einem kleinen Spalt angefangen einzunisten. Davon gibt es hier noch zwei weitere Ausläufer, die noch im Wasser sind. Die haben keine Wurzeln, die andere habe ich mit Wurzel erwischt. Ja, die kriegen jetzt bei mir ein neues Zuhause. Und nebendran stehen noch zwei Orchideen und das ist die Küchenfensterbank. Dann sind wir hier vor dem Balkon auf der Kinderstube sozusagen angelangt. Hier hatte ich ganz vieles vorgezogen ab Februar, teilweise schon Januar. War ein bisschen früh dran, ich war etwas ungeduldig und wollte gerne Pflänzchen haben in der neuen Wohnung. Seit ich jetzt ganz vieles auf den Balkon rausgestellt habe, habe ich hier wieder Platz für neue Pflanzen und habe einfach Saatgut, was ich halt noch so da hatte, mehr oder weniger in die Erde gedrückt. Darum kann ich gerade nicht sagen, was das hier ist. Ich glaube nicht, dass ich nochmal Karotten gepflanzt habe, wobei, ich weiß es nicht. Ja, wir lassen es wachsen. Ich gebe dem Ganzen Wasser und dann gucke ich, was bei rauskommt. Hier nebendran sind, glaube ich, nochmal Kohlrabi drin, wenn ich mich nicht täusche. Dann hier, unschwer zu erkennen, ein paar Erbsen. Die lasse ich wohl kaum so weit wachsen, dass sie Schoten ausbilden, sondern die esse ich dann eher als herbe Beilage zu Salat zum Beispiel, also in den Salat reingemischt, so quasi als Microgreen-Variante, wo es mehr darum geht, die Blätter zu ziehen und dann das Blatt grün zu nutzen.
Hier nebendran gibt es irgendwas Kleines, was wächst. Und da hinten auch. Ja, da kann ich noch nicht genau sagen, was es wird. Könnten noch Zwiebeln sein in dem viereckigen Kistchen hier vorne. Aber ja, sehen wir dann. Ja, ich bin auch furchtbar schlecht mit Beschriften oder mit irgendwie groß wissen, was für eine Sorte das ist. Wenn ich eine Sorte Tomaten oder eine Sorte von irgendwas habe, dann habe ich die und dann ist das auch in Ordnung. Ja, Tomaten ist das Stichwort. Da habe ich ein bisschen großzügig vorgezogen dieses Jahr. Darum gibt es jetzt ein paar Töpfe mit Tomaten. Ich möchte euch nicht allzu sehr in die Wohnung reinfilmen, darum seht ihr die von oben. Hier die zweite. Das hier ist im Moment die größte. Ist die Sorte von Schwiegermutter von letztem Jahr. Da habe ich mir Kerne aus den Früchten rausgenommen, diese sauber gewaschen, getrocknet und jetzt großgezogen. Und das funktioniert wunderbar. Ich habe hier auch noch etwas Nachschub, falls es mit dem Umtopfen oder irgendwas nicht in Ordnung gewesen wäre. Ich fürchte, die müssen jetzt einmal weg, weil ich sehe jetzt schon meine Platzprobleme mit den Tomaten, weil hier nebendran steht auch noch mal eine. Und die werden alle in den kleinen Töpfen, wie sie jetzt sind, wahrscheinlich nicht groß werden können und Früchte tragen. Generell ist Platz halt so ein Thema auf dem Balkon. Der ist begrenzt und ja, manchmal etwas schwierig. Dann gehen wir weiter. Hier unten habe ich eine Runde Knoblauch Anfang Jahr in die Erde gedrückt. Die sind gewachsen und wachsen jetzt weiter. Ja, ich kann nicht viel mehr sagen. Es waren einfache Knoblauchzehen. Ich glaube, die Meter Knoblauchzehen aus dem Supermarkt letztendlich. Da bin ich gespannt, ob wir da im Herbst dann Knoblauch ernten können. Oder ob es halt einfach grüne Stängel sind, die man bestimmt auch essen könnte. Dann sind hier oben mal die ersten Erdbeeren. Wie ihr seht, tragen die schon erste Früchte. Die haben schon sehr früh geblüht, sind aber immer noch am Blühen. Also da gibt es immer mal wieder ein Erdbeerchen zu naschen. Üppig ist es natürlich nicht, aber da mir Ben diese ja auch nicht weg ist, habe ich was von. Dann eins weiter hoch kommen wir zu meinen Paprikas. Die habe ich auch im Januar angefangen vorzuziehen und die sind jetzt seit Anfang Mai draußen. Und die größeren Pflänzchen, denen geht es ziemlich gut hinten, die wachsen und gedeihen. Bei den kleineren vorne, die lassen sich ziemlich Zeit. Finde ich noch spannend, weil sie sind eigentlich gleich alt. Ja, und so kleine Blätter wieder rausnehmen und die ersten Blüten habe ich jetzt bei Paprika hier oben und bei den Tomaten. Da ist auch schon eine Blüte gekommen, einfach mal ausgegeist, weil ich will ja eine große Pflanze und nicht unbedingt eine, die die allerfrühste Frucht bringt. Dann gibt es hier oben an der Wand noch drei Hängeampeln, ebenfalls mit Erdbeeren drin. Die Erdbeeren waren letztes Jahr halt so ein kleines Päckle mit ein paar Erdbeeren, die haben dann im Laufe der Saison letztes Jahr Ausläufer gemacht, die wurden fleißig in irgendein Töpfchen gesetzt und jetzt hat es überall ein paar Erdbeeren bei mir. Dann kommen wir hier zu einem ziemlich zerrupften Topf. Es hat die letzten Tage viel geregnet, viel gewindet. Darum sieht das Möhrchengrün hier jetzt ein bisschen zerfleddert aus. Es sind auch viel zu viele Möhrchen drin, das müsst ihr mir nicht schreiben. Ich bin nach und nach dran, das Grün in Suppen oder Eintöpfen zu verwerten, sodass am Schluss auch ein paar große Möhrchen wachsen können. Die sind jetzt unten etwa so lang, ich kann mal irgendeins rausfischen. So ein bisschen Möhrchen lässt sich daran schon erkennen. Und das Grün, wie gesagt, kann man auch wunderbar in der Küche nutzen. Darum habe ich die nicht schon früher raus, vereinzelt, weil Grün ist auch lecker. Und wenn man es ganz klein schneidet, isst der Ben sogar. Dann haben wir hier oben Bens Traube. Er hat sich bisher hervorragend um sie gekümmert, wunderschön zurückgeschnitten. Und da sind wir gespannt, ob wir dieses Jahr ein paar Trauben kriegen werden. Bei der ist der Platz auch ein großes Thema, weil irgendwie, ja, es wächst rundherum auch was. Und das Einzige, wo ich sie irgendwie die einzelnen Triebe ein bisschen hinziehen kann, ist nach oben. Ja, wenigstens hat sie es warm an der Hauswand. Dann auf dem Tischchen steht hier einmal noch eine Blockpaprika, die ich dieses Jahr gekauft habe.
Auch da bin ich bis jetzt noch fleißig dabei, die Blüten rauszunehmen, weil ich gerne hätte, dass sie ein bisschen wächst. Hier nochmal eine Tomate. Und dann kommt hier hinten der Liebling meiner oder unserer beiden Haushummeln. Die waren hier schon ganz fleißig und haben die Blaubeeren bestäubt und sind da ganz viel rumgeflogen. Die letzten Tage waren es jetzt weniger da, aber es hat auch immer wieder zwischendrin geregnet. Ja, das ist auch eine gekaufte aus dem Gartencenter. Aber sieht so aus, als ob die hier gut wächst und ja, auch schön bestäubt wurde. Eins weiter geschwächt kommt hier hinten noch eine Himbeere. Auch da kommen schon die ersten Fruchtansätze. Sie blüht weiter, ist eine zweimal tragende, also einmal im Anfang Sommer, früher Sommer, und im Herbst trägt sie auch noch einmal Früchte. Dann kommt wieder eine von oben Herabfilmung. Ja, wie gesagt, ich habe überall ein bisschen Erdbeeren. Die sehen schon recht gut aus, auch schon mit Früchtchen, da kriegt man schon fast einen wässrigen Mund. Dann kommt das Försterbeet, würde ich es schon fast nennen wollen. Ja, es sind Fichten. Ich bin am Fichtenzüchten, nicht weil ich finde, dass man unbedingt Fichten aufforsten müsste, sondern weil Ben mal wieder, als wir unterwegs waren, vor 3 Jahren, sind die, ja, es ist das dritte Jahr, dass die in der Erde sind, mal wieder einen relativ langen Monolog hielt auf einer Bank und euch betüxt hat. Und das ist meistens spannend zum Zuhören, aber irgendwann wird es dann manchmal, je nachdem wie müde meine Ohren schon sind, auch mal ein bisschen lange. Und dann habe ich mir halt einen Fichtenzapfen geschnappt und da die einzelnen Samen rausgepult. Ja, und wenn man halt schon Samen hat, dann schmeißt man die in die Erde und ja, das Ergebnis seht ihr hier. Wahrscheinlich können wir sie nächstes Jahr irgendwo auswildern und in einen Mischbestand die paar Fichten mit einpflanzen. Natürlich könnte ich sie eigentlich auch einfach hier nutzen und Fichtennadeln-Tee machen. Also Waldbäume im Kasten ziehen geht, ist natürlich null sinnvoll, aber ja, es geht, wie Beispiel zeigt. Hier habe ich eine kleine Vogeltränke. Ich weiß noch nicht, ob wirklich Vögel da drauf kommen und da sich im Sommer dann ein bisschen Wasser holen werden, wird sich zeigen. Hier hinten gibt es noch den chaotischen Beetkasten, der hauptsächlich moosig ist. Da habe ich im letzten Herbst ganz viele Samen und Früchte von Waldbäumen mehrheitlich gesammelt. Das einzige, was gewachsen ist und irgendwie dann doch wieder gestorben, war hier die Kastanie. Und für den Rest, ja, wächst hier im Moment gerade wenig. Aber wahrscheinlich werde ich den Kasten dann noch für was in Anführungszeichen Nützlicheres nutzen. Und hier gibt es noch am Eingang ein Bäumchen. Das ist ein Zwetschgenbaum, den habe ich vor 2 Jahren im Baumarkt, nee, nicht im Baumarkt, im Gartencenter geholt. Ja, damals war er vielleicht so, ja, halb so groß wie jetzt. Also das Ding wächst auch sehr schön. Ich bin dann gespannt, wenn wir hier irgendwann mal wieder ausziehen, ob wir das Ding dann noch durch die Treppe runterkriegen. Je nachdem, wie lange wir hier wohnen bleiben, könnte das sportlich werden. Ja, dann sind wir hier wieder bei den Tomaten und dementsprechend sind wir rum mit dem Balkontürchen. Ja, ihr seht, es wurde sehr viel Platz genutzt. Ein kleiner Tisch und Stühle und eine Gießkanne sind natürlich auch da. Und ja, mehr Tomaten darf ich nicht mehr anpflanzen, denn hier oben ist nichts wirklich wettergeschützt. Da habe ich einen kleinen Vorsprung. Da seht ihr ihn. Da stehen die meisten Tomaten auch drunter, damit sie nicht allzu lang, allzu nass sind, aber ja. Und ich glaube, mit dieser Begrünung ist doch für den Sommer bis in den Herbst, Anfang Winter hinein, für ein paar Leckereien und Naschereien aus dem eigenen grünen Balkon gesorgt. Und das meiste darf ich ja selber essen, was mich auch sehr freut. Beziehungsweise dann gibt es halt mehr für mich, das ist ja eigentlich auch ganz gut. Jo, das war's. Ich hoffe, die kleine Runde hat euch gefallen und wünsche euch
einen schönen, was auch immer gerade ist. Macht's gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss! Und weil das Video jetzt ein bisschen kurz ist, daher von mir noch eine kleine Ergänzung. Ich habe hier nämlich noch auf der Festplatte rumfliegen, diesen Gesellen hier. Das ist ein kleiner oder roter Panda, der ist mit dem großen Panda nicht näher verwandt. Aber man hat vermutet, die seien verwandt, weil er aus einer ähnlichen Region kommt und ähnlich wie der große Panda sehr viel Bambus vertilgt. Allerdings nicht ausschließlich Bambus, nur zu ja, so etwa 80%, ist halt nicht sehr nährstoffreich, das Zeug. Und dann fängt da auch schon hin und wieder mal noch irgendwelche Käfer und ganz selten mal eine Maus. Er zählt nämlich zu den Raubtieren, ist ein Hundeartiger und ein Marderverwandter. Da hört es dann aber auch schon auf, ihn irgendwo anders noch einordnen zu wollen, weil es gibt lediglich zwei Arten der Katzenbären bzw. der kleinen Pandas weltweit. Der ist stark vom Aussterben bedroht und tatsächlich ist es gar keine so schlechte Idee, den auch im Zoo zu halten, damit man für den Zweck, da sind die Aufnahmen her aus dem Zoo, für den Zweck, dass er, falls er doch mal in freier Wildbahn aussterben sollte, sein Erbgut in Form von Wiederauswilderungsprojekten dann wieder in die freie Wildbahn eingebracht werden kann. Das ist also hier wirklich eine ganz, ganz gute Sache und er hat viel Platz und viel, ja auch horizontal Platz und hat auch noch ein paar Artgenossen, die sich aber auch sehr gut in der Baumkrone verstecken können, was er jetzt wohl auch gerade vorhat. Das wäre es auch schon gewesen. Dann nächstes Mal nur mit mir, wie immer, und macht's gut und danke und bis zum nächsten Mal. Tschüss.